Was war das? Warum ist da hinten Gold? Hast du jetzt auch Telekinese, oder? Nee, hast du immer noch nicht. Na gut, wir müssen lernen, mit Lava umzugehen. Ich werde jetzt versuchen, rüber zu springen mit dem Zauber. Und dann gucken, wie viel Schaden wir bekommen. Nö, es geht. Das heißt, wir sind nicht an der Lava gestorben vorhin. Das tut irgendwie weh. Sondern an irgendeinem Zauber. Oder an irgendwelchen Zaubern eher. Warum ist hier ein blauer Punkt gewesen auf der Karte? Ah, okay. So, wir töten einfach alles, was hier drin ist. Wir sind aber nicht im wirklichen Labyrinth von Niggin, oder? Wir sind im Donnerfaustgebirge. Das sollten wir im Auge behalten. Ob wir auf dem richtigen Gebiet sind. Aber so oder so sollten wir das hier mal aufräumen. Für Erfahrungspunkte, Gold und einfach nur sichere Passage. Ja, haltet ganz schön was aus, ne? Wow, okay. Wir haben das Rückwärtslaufen perfektioniert. Nein, nicht so wirklich. Komm schon. Stimmt, 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 stimmt. Ja, einer tot. 150 Gold ist doch mau. 240 und eine Axt. Oh, deine Rüstung. Repariert. Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? Eine 30 Gold Axt von einem Minotauren-Anführer. Das ist doch lachhaft. Nee, nee, nee. Das Spiel hat es momentan nicht so gut mit uns. Hier noch was? Können wir das wirklich brauchen? Das sieht doch schon besser aus. Zeit zu gehen. Wo kommen wir hier raus? Tunnel nach Niggin. Das ist der einfache Tunnel, ne? Hier ist auch schon fast alles aufgedeckt, außer da. Ich glaube, ich gehe da mal kurz hin. Einfach nur um... Komm, lass mich durch hier. Einfach nur um sicherzustellen, dass das nicht gemeint ist. Weil das sind die einzigen Niggin-Bereiche, die wir eigentlich so kennen. Einmal der Tunnel hier, wo die Magier sind und die Zwerge und die Goks. Und der Tunnel, wo wir herkommen, wo die Minotauren und Augen sind. Na komm. Nö. Obwohl, Moment mal. Ne, die Knochen hatten wir schon abgegeben, die anderen. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Können wir das wirklich Plus 10 auf Stärke und Charisma. Was hast du so? Erhöht den Effekt aller Lichtzauber. Den solltest nicht du tragen. Trefferpunkte plus 6, so. Was ich gerade meinte, die andere Leiche haben wir schon gefunden. Das war die, die wir den Hügelgräbern abgeben sollten. Das heißt, es gibt hier drin zwei Leichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die wir suchen, nicht in diesem Gebiet ist, sondern in dem, wo wir herkommen. Mit den Minotauren und den fliegenden Augen. Weil das hier ist einfach zu leicht. Und wir haben die schwerere Aufgabe ja auch im schwereren Gebiet bekommen. Nämlich hinter den Tunneln hier. Also, ab zurück. Wir könnten noch mal kurz schlafen. Wie alt bist du inzwischen? Du bist 75. Okay. Ich hatte mir kurz überlegt, ach, wozu schlafen? Wir können doch einfach late zaubern lassen. Aber 75 ist dann, glaube ich, doch langsam zu alt. Das tut irgendwie weh. Wir sollten definitiv den Verjüngungstrank finden. So. Hier müsste es doch eigentlich langsam ruhig sein, oder? Also grün werden? Ah ne, unter uns ist was irgendwas Böses. Ah, hier, grün. So, wir hätten gerne Licht. Wir hätten gerne Schutz. Und wir haben schon wieder 4400 Gold.
Das wird aber nicht für einen Verjüngungstrank reichen. Geschweige denn mehrere. Das heißt, wir sollten echt versuchen, das Rezept zu finden. Da können wir einfach jeden Alchemisten abklappern. Und dann davon ein paar herstellen. Das verkürzt die Kampfzeit doch ungemein. Wenn man nicht mehr wieder schlafen muss zwischendurch und neu hochbuffen und so weiter. So, was fehlt noch? Schutz vor Magie fehlt noch. Und Bewahrung. Oh, und der plus zu 1, den da. Das tut irgendwie weh. Kein Problem. Au. Oh, geschnallt tot, sehr gut. Oh, ich sehe da östlich von uns eine künstliche Struktur. Also kein Tunnel wie hier, sondern so eine richtige Struktur. Viereckig und so. Da könnte was Wichtiges drin sein. Alles klar. So, also hier und dann gleich scharf links. Hier. Oh, Kiste. Da. Oh, hier waren wir schon. Okay. Wo kamen die Minotauren gerade hier? Von hier Süden, ne? Ja. Dann halt hier weiter gucken. Nix. Nix. Okay. Karte. Das heißt, den ganzen Bereich hier oben haben wir abgeklappert. Da waren die Augen drin. Dann sind wir die Brücke rüber. Wobei wir bei der Brücke mal gucken könnten, ob wir da taktisch runterspringen können. Hier unten sind wir gerade. Das heißt, wir müssen jetzt dahin und da einknicken. Okay. Und machen wir bitte eine Gruppenheilung. Da. So, nicht hier. Sondern da links rein. Hallo. Platt. Den Spruch kannte ich noch gar nicht von Talana. Oder ist mir bisher nicht wirklich aufgefallen. Okay. Ich glaube, wenn sich... Was zur Hölle ist gerade mit Talana passiert? Ich glaube, wenn hier sich Prisma nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Sehr gut, macht noch fast keinen Schaden. Du... Wir brauchen einen grünen Trank zum Aufwecken. Ja, jetzt haben wir nur die guten Reagenzien, ne? Ja, da war der Haken. Wurde ich schon vorgewarnt? Die perfekte Mischung. Geschafft. So, jetzt haben wir einen 55er Wachenzauber. Du... Irgendwas Flächenartiges? Ich will... kannst einen Funkenflug machen. Macht noch keinen Schaden, okay. Au. So, du... nicht so ganz überzeugend. Du wärst verrückt, das ist okay. Das wird ewig dauern, diese runterzubekommen. Ich glaube, ich mache bei den beiden einfach das hier als Standardzauber. Du wechselst auf. Blitz macht auch nichts, wa? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Implosion vorher bei den Schaden gemacht hat, weil wir mussten mit Lunera ja den Zauber nicht umändern. Vielleicht haben die irgendeine Art Schutzzauber gesprochen. Schon fertig. Oh, einer ist schon mal tot. Okay. Au. Das tut irgendwie weh. Dau. Das geht so schon wesentlich schneller. Dau. Dau. Und sterb. So, schnell wieder ändern die Zauber. Du... Kein Standardzauber. Du... Säurestrahl, Standardzauber. Ah, das sieht sehr beliebt aus hier. Die roten waren die zweitstärksten. Aber die blauen waren die Anführer. Minotauren Lord ist wahrscheinlich höher als ein Anführer. Wow, okay. Du heil bitte erstmal ihren Irrsinn. So.
kommst da nicht durch. Das ist nicht so schön. Dann heil du bitte ihre Schwäche. Und dann müssen wir uns eh gleich wieder zurückziehen. Na komm. So. Und euch prügeln wir im Nahkampf tot. Und so ähnlich. Knapp sogar einigermaßen. Oh nein. Nicht fliehen. Ihr seid mächtige Minotaure. Ne, flieht nicht. Oh, was haben wir da auf dem Boden? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Einen billigen Lammdolch. So. Nur eine Heilung bitte. Hau ihn tot. Ja, ja, ja. Ihr seid alle verwirrt. Auge des Bösen. Ach, das ist so ein ganz großes, ne? Wie bei dem Alchemisten-Dungeon. Ja, ich glaube schon. Komm, haut's tot. Haut's tot. Also. Und das war doch ein Problem, weil alle jetzt irgendwie verrückt sind. Oder verängstigt? Ängstlich, ängstlich, ängstlich. Oh. Level up. Schon wieder? Okay. Das lasse ich mir noch nicht zweimal sagen. Und wir fliegen in die falsche Richtung. Richtig, richtig. Wir fliegen gerade nach vorne. Nicht so super. Also gibt mir irgendwo eine grüne Fläche, wo ich schlafen kann. Hier. So, dann hätten wir gerne Licht. Hallo. Was zum Geier machst du da? Vier Helden schlafen sich hin, wachen auf, machen Licht an und Minotaurus starrt sie an. Das ist irgendwie irritierend. So, tot. Also, wir hätten gerne, du mach ein Leuchtfeuer. Hier. Dann würden wir gerne was machen? Uns raus teleportieren, ein Level machen und wieder rausgehen? Nee, komm. Wir buffen einmal durch und räumen weiter hier auf. Also häppchenweise bringt das eh nichts. Wir haben gerade mal genug Gold für ein, zwei Levelaufstiege. Das ist lachhaft. So, wir hätten gerne dich. Wir hätten gerne dich. Und wir hätten gerne verdammte Leiche hier unten. Oh, Magier. Gut, dass wir die Schutzzauber noch nicht gesprochen haben. So. Jetzt können wir. Gut. Das tut irgendwie weh. Immer heilen bitte. Lay, heilen. So. Wo versteckt ihr euch da? Putsch. Da. Putsch. Zauberstab. Naja. Du heilen. Oh, wo geht das denn hin? Hier kommen immer wieder neue Sachen raus. Hier. Okay, wir sind jetzt oben links. Sind wir auch, wenn wir hier drin sind auf der Karte? Oben links auf der Karte? Nee, wir sind oben rechts. Also ist das ganze Ding einmal gespiegelt? Also ist das hier oben links und das das oben rechts? Wenn man auf der Oberweltkarte ist. Na gut, wir gehen wieder hoch und gucken uns da mal um. Wir gehen einfach immer in die Gebiete, wo noch Gegner sind, in der Hoffnung, dass wir da noch nicht waren und irgendwo Knochen rumliegen. Zauberpunkte sehen noch okay aus, Lebenspunkte auch, Gold ist immer noch mau. Aber wir haben ein, zwei Sachen schon eingesammelt. Talana fügt Schaden zu. Ja. Lunera fügt Schaden zu. Warum hat das vorhin nicht geklappt mit der Implosion? War das so ein Überauge war? Ich glaube schon. Oh, wo sind wir jetzt?